Hi Leute der gepflegten VR-Unterhaltung, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder ein neues Gameplay von mir und zwar schauen wir uns das Spiel Fuji an. Wir gehen jetzt mal direkt auf die Steam-Seite, schauen wir uns mal an, was das Spiel zu bieten hat, wie teuer es ist und so weiter, bevor wir jetzt ins Gameplay kommen. Also ich springe mal kurz zur Steam-Seite. So, ja, was steht denn hier? Fuji, eine magische und musikalische Wanderung durch eine üppige, chromatische VR-Wildnis. Bring ruhende Landschaften wieder zum Leben, indem du die ursprüngliche Flora mit Licht, Wasser und Harmonie wiederherstellst. Sammle dabei Samen ein, um deinen eigenen Zaubergarten anzulegen. Ja, hört sich schon mal ganz nett an. Schauen wir mal hier den Trailer. Soll ja ganz nette Musik beinhalten, das Ganze. Tolle Klänge. Ja, traumhafte Grafik, finde ich. Also nicht Grafik, aber vom Look her ist das, sieht es ziemlich cool aus irgendwie. Ist halt eine andere Art von Spiel, was wir sonst so kennen. Das muss man natürlich schon mal wissen. So, das war der kleine Trailer. Hier gibt es natürlich noch einen. Das Spiel kostet 12,49 €, ist meiner Meinung nach auch nicht zu viel. Also da zahlt man meistens für einen Kinobesuch mehr. Ich weiß es natürlich nicht, wie lange man da jetzt wirklich spielt, wie viel Spieldauer da drin steckt. Das müssen wir natürlich noch rausfinden. Ja, Unterstützung, Valve Index, HTC Vive, Rift und Windows Mixed Reality Brillen. Und jetzt, ich glaube, ganz neu, oder ich weiß nicht, ob es von vornherein drin war. Also es werden die Valve Index Controller komplett, ja, sind komplett drin im Spiel. Das heißt, wir haben Finger-Tracking, also die Finger können wir komplett bewegen. Ist auch cool, wichtig auch für, ja, für alle Valve Index Besitzer jetzt und Controller Besitzer. Viele haben ja noch eine HTC Vive oder eine Pimax und nutzen dann die Valve Index Controller, weil die einfach ja irgendwie bequemer sind als die Ones. Also die Ones sind überhaupt nicht mein Fall. Auch wenn die Valve Index Controller jetzt nicht perfekt sind, trotzdem gefallen die mir echt gut. Ja, wir haben eine deutsche Oberfläche. Sprachausgabe gibt es hier gar keine. Also ich denke mal, das wird alles über Musik und Klänge gemacht. Und ja, trotzdem cool, dass es hier eine deutsche Oberfläche gibt. Ja, der Entwickler ist Funktronic Labs. Können wir auch mal ganz kurz reinklicken. Da sieht man ja meistens, was die sonst noch so haben. Hier sieht man die anderen Spiele, die sie so gemacht haben. Sagt mir jetzt erstmal nichts. Wavebreak, Nova 111. Also das ist ein VR-Spiel, VR-Spiel. Scheinbar kein VR-Spiel. Ist auch kein VR-Spiel. Also zwei VR-Spiele haben die gemacht. Ja, hier sehen wir es ja auch. Also sagst du mir jetzt erstmal nichts. Ich bedanke mich aber trotzdem für den Key. Und ich würde sagen, springen wir jetzt ins Gameplay und nach dem Gameplay machen wir ein kleines Fazit. Also, viel Spaß! So, willkommen in Fuji. Und checken wir erstmal hier unsere Hände. Ja, Index-Controller sind komplett eingepflegt und funktioniert echt gut. Den wollen wir ja eigentlich nicht zeigen. Aber sogar meinen kleinen Finger kann ich einzeln heben. Ja, funktioniert ganz gut. Hier werden uns jetzt Hände angezeigt. Ich denke mal, die müssen wir berühren. Wow! Okay, jetzt haben wir so wabbelige Hände. Sieht ganz witzig aus. Wow! Umzug. Ah, okay. Also es gibt nur Teleport. Ah, sieht wohl cool aus. Und auch wenn es jetzt hier ziemlich dunkel ist, sieht das Schwarz echt gut aus, muss ich sagen. Und von God Rays oder so sehe ich jetzt auch nicht so viel. Also ziemlich angenehm. Jetzt haben wir hier so komische Krakenfinger. Samen bewässern. Ja, gehen wir mal dahin. Schade, dass es kein Free Locomotion gibt. Okay, ich greife jetzt hier rein. Okay, die Arme pumpen sich dann auf. Ah, mit Träger kann ich dann Wasser verschießen. Okay, jetzt haben wir bewässert. Und da geht es auch weiter. Ah, Snap-Turn gibt es auf jeden Fall. Ist schon mal
positiv. Haben wir denn auch ein Menü? Nein, Menü haben wir noch nicht. Oder haben wir nicht? Nee. Okay, gehen wir mal da hinten hin. Sieht echt cool aus. Gefällt mir. Und guck mal, überall, wo wir so lang gehen, erscheinen Blumen. Wow. Okay, jetzt gucken wir mich irgendwelche Wesen an. Willkommen zu Hause. Zu Hause ist man gerne. Okay, jetzt sind wir in so eine Blüte nach hier gekommen. Da sitzt ein kleines Männchen, aber was haben wir nicht mehr? Das hätte ich jetzt mal nass gespritzt. Hallo. Index-Controller vibriert ein bisschen. Hallo. Aufwachen. Der schläft, der Kerl. Hey. Hallo. Der sieht ja witzig aus. Eine kleine Kartoffel. Okay, da hat jetzt gerade was reingelegt. Okay, da will mir was geben. Dann machen wir das auch mal da rein. Ha! So einfach was? Okay, jetzt geht's da ab. Überall, wo der geht, macht er so schöne Töne. Ich würde fast sagen, sieht fast aus wie ein Herz oder so, aber wird wahrscheinlich auch wieder ein Samen sein. Okay, jetzt zeigt er uns da eine Wasserquelle. Wir können Wasser speichern in unserem Armen. Wir sind undicht. Okay, jetzt gehen wir mal da hinten hin. Guck mal, überall, wo wir auch Wasser spritzen, kommen auch wieder Blumen. Oh. Die haben auch irgendwas. Komm, wir machen mal kurz unseren Arm leer. Das nervt ja ein bisschen. Da war auch noch was. So, einer fehlt scheinbar noch. Okay, da hinten leuchtet was auf. Okay, hier ist nichts drin. Ah, die braucht Wasser. Das nervt ein bisschen mit dem, dass der Finger undicht ist. Aber okay. Drehen wir uns erstmal nochmal um. Streulicht. Überall fliegen irgendwelche kleinen Tiere rum. Das muss aber mal langsam gut sein. Ist das ein Bug? Kann man den irgendwie abstellen? Jetzt. Oh. Also war ein bisschen nervig. Sorry dafür. Der spielt Gitarre, der Kleine. Sieht schon fantastisch aus. Man wird so richtig in so eine kleine Fantasy-Welt gezogen. Finde Samen, um nach Hause zu bringen. Okay, die Übersetzung scheint jetzt nicht ganz so richtig zu sein. Wahrscheinlich finde Samen, um nach Hause zu kommen, vermute ich mal. Aber trotzdem cool, dass es übersetzt ist. Oh, hier wird's finster.
Kleiner Kerl, was ist hier los? Und da sind auch überall diese kleinen Wesen, die uns beobachtet haben. Seht ihr aus wie Hasen? Nur ein bisschen gruseliger. Der wippt da schön mit seinen Füßchen. Schon toll gemacht, auch die Musik. So, was haben wir hier? Hier leuchtet irgendwas. Free Locomotion wäre hier noch nett. Aber ich habe kein Menü gefunden, wo man das einstellen könnte. Okay, ist wieder dieses Streulicht. Okay, das erhellt die Umgebung hier. Wow. Ja. Fantastische Tierwelt. Da blinkt was. Okay, da hinten war aber eigentlich ein Tor. Okay, jetzt wird es wieder wahrscheinlich heller. Das sind kleine Frösche, scheinbar. Hinter mir auch noch was passiert? Nein. Okay, sorry für den Linsenabstand. Echt toll gemacht. Kommen wir da auch hin? So, ich mache mir jetzt nur den Arm voll, weil der andere undicht ist. Kann man die nass spritzen? Okay. So, es werde Licht. Kann man sogar davor jagen damit. So, wahrscheinlich müssen wir da hinten hin. Okay, was jetzt? Ist irgendwo was passiert? Da hinten ist noch diese Wasserquelle. Dann gehen wir mal hier hin. Ah, da. Da ist noch was. Also es ist ein Spiel zum echt zum Abschalten, würde ich sagen. Nicht anstrengend, einfach nur, ja, in die Welt eintauchen. Kein Horror, keine Aliens, die man abschießen muss. Wir haben ein Inventar. Okay, da schaue ich jetzt gleich mal nach. Wird uns gerade angezeigt. Ah, okay. Das ist unser Inventar. Ich weiß natürlich nicht, was wir da sammeln können, aber schauen wir mal. Okay, ja, cool. Wenn wir hier so Sachen gesammelt haben, können wir die ins Inventar stecken. Ja, hast du schön gemacht.
hört sich schief an, aber echt witzig gemacht. So, eine fehlt uns noch, da hinten. Nein! Was macht der Töne? Will der auch nochmal bespaßt werden? Okay, weiter geht's. Genug gespielt. Zack. 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 Inventar erleichtert das Ganze, muss man nicht immer wieder hin und her rennen. Okay, da oben ist was. Oh. Ah, okay. Hoffentlich wird es nicht so kompliziert. Ich kann mir sowas nicht gut merken. Wow. Jetzt haben wir da, oder? Ja, wir dürfen durch. Scheinbar dürfen wir passieren. Ab ins Inventar. Mal wieder irgendeinen Samen. Das Spiel könnte auch echt irgendwie eine Traumsequenz sein. So, was haben wir hier? Wieder Licht. Okay, ich dachte, dass wir hier irgendwas machen müssen. Aber gehen wir hier lang. Da schwebt irgendwas in der Luft. Okay. Nein. Okay. Wir kommen auf jeden Fall jetzt runter. Da war noch ein von diesen Kugeln. Die schwebten in der Luft. Aber da kommen wir jetzt nicht runter. Nee, okay. Dann gehen wir erstmal hier runter und schauen mal, was wir da machen können. Brauchst du Wasser? Nein. Okay, um das Tor aufzubekommen, müssen wir zwei von diesen Kugeln haben. Eine haben wir. Jetzt schauen wir mal weiter, was da hinten ist. Nein. Da lang ging's. So. Jetzt kommt die richtige Funky-Musik. Also soundtechnisch einfach bombastisch das Spiel. Passt einfach. Da haben wir doch die zweite. Checken wir aber trotzdem jetzt da, was da abgeht. Thank you.
Okay, die müssen wir herunterziehen. Ist leicht. Das schaffen wir. Licht. Okay, jetzt. Hä? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne, der hört ja gar nicht auf. Das verstehe ich jetzt nicht. Ist hier noch irgendwas anderes? Der hört ja gar nicht auf, das kann ja nicht sein, oder? Nee, das weiß auch nicht. Nur wenn es leuchtet? Ah, ich glaube nur wenn es leuchtet. Boah, ist das schwer. Okay, wirklich nur, wenn es aufgeblinkt hat oder blinkt. Ja. Ich muss einfach nur warten. Will immer schneller. Jetzt haben wir es aber. Jawohl. Mann, war das kompliziert. Eigentlich nicht, aber man muss erstmal wissen, was das Spiel von einem möchte. Jetzt haben wir das auf jeden Fall. Jetzt gehen wir hier nochmal lang. Da waren wir ja gerade noch nicht. Was da so ist. Was, ein kleiner Frosch? So, da haben wir noch eine Kugel. Ab ins Inventar. Da geht es auch wieder hoch. Okay, wieder ein Tor. Ich gehe mal davon aus, dass wir eh alle Tore öffnen müssen. Von daher ist uns überraschen, was hier jetzt ist. Sind wir jetzt wieder am Anfang, wo wir eben waren? Klar, von da kamen wir ja. Glaube ich zumindest. Das haben wir immer noch nicht auf. Das machen wir jetzt aber hier komplett. Da haben wir wieder eine. Und da sind... Da ist auch noch was. Dann haben wir wieder zwei. Ja, haut ab. Ja, ich weiß. Da war ich, ne? Ja, da haben wir alles gemacht. Wir haben noch zwei Kugeln. Haben wir jetzt irgendwas übersehen? Oh, oh. Ja, ich komme gleich. Gehen wir mal kurz hier lang. Ha. Da haben wir noch einen Samen. Gut, dass wir nochmal nachgeschaut haben. Ja, ich komme ja schon. Ja, jetzt spiel mal wieder deine Klassiker hier.
Okay, Snapturn funktioniert jetzt hier nicht. Echt schön gemacht, das Game. Also, ich finde, es ist ein lohnenswerter Titel. Natürlich kommen solche Titel nicht immer ganz gut an. Also bei den meisten Leuten halt nicht. Weil es halt eher was Ruhigeres ist. Aber ich denke mal, das hat auch eine gewisse Zielgruppe. Leute, die suchen halt was Ruhigeres, nicht wo man unbedingt was die ganze Zeit ballern muss, töten muss und so weiter. Einfach von den Klängen verzaubern lassen, ein paar Rätsel lösen. Echt cool gemacht. Mit unserem kleinen Freund hier. Das sieht halb aus wie ein Baum und halb wie ein Gehirn. Irgendwie ganz komisch. Pflanze Samen in deinem Zuhause. So, die Bootsfahrt ist zu Ende. So, jetzt kann ich auch wieder Snap turnen. Schauen wir mal, da hinten blinkt was, bevor wir jetzt da reingehen. Können wir da irgendwas machen? Kommen wir denn da hoch? Nein, kommen wir nicht hoch. Nee, okay, keine Chance. Okay, gehen wir wieder zurück. Da war noch eine Kugel. Sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Die scheinen wichtig zu sein. Und wenn wir die eh in unserem Inventar behalten können, ist es ja super. Komm, dann machen wir noch eine kleine Ehrenrunde hier. Vielleicht finden wir noch so eine Kugel. Aber wie man jetzt an diese komischen Windspiele kommt, verstehe ich jetzt nicht. Okay, hier scheint aber nichts mehr zu sein. Da oben sind wieder so kleine Kameraden. Okay, kann man auch nicht nass machen. Das sieht aus wie Kakteen. Okay. Wird uns bestimmt irgendwann erklärt, wie man da zu diesen Windspielen kommt. So, jetzt aber mal rein ins Zuhause. Home sweet home. Okay, wir haben ja ein paar Samen gefunden. Was uns das jetzt bringt, weiß ich natürlich nicht. Müssen wir mal schauen. So, einen haben wir ja noch, den können wir hier einpflanzen. Ja, grab dich mal ein. Ah, die geben uns immer wieder diese Kugeln. So, da oben haben wir noch eine Kugel. Obwohl da gar keine Blume ist. Bleibst du da drin? So. Na, kommst du? Ja. Ja, okay, von hier aus geht es dann jetzt wahrscheinlich weiter zur nächsten Welt, die wir dann halt fertigstellen müssen. Ja, ich würde sagen, gehen wir jetzt erstmal ins Fazit und sehen wir uns gleich. Okay Leute, kommen wir zum Fazit und ja, was kann man sagen? Fuji verzaubert einen total, zieht einen in diese fantastische Welt hinein. Also die Musik, die Klänge, das ist alles total stimmig, sieht echt super aus. Also
ist jetzt kein Grafikfeuerwerk, aber alleine dieses fantastische, traumhafte, finde ich, also da braucht man keine bombastische, ja, fotorealistische Grafik, finde ich. Also da reicht echt sowas und ja. Also für mich echt ein toller Titel. Wer sich echt mal verzaubern lassen will und einfach mal, ja, abschalten will, der sollte sich das Spiel hier echt mal antun und gönnen. Ja, die Index-Controller werden echt super unterstützt. Also das Finger-Tracking funktionierte wunderbar. Also ich konnte echt jeden Finger vernünftig bewegen und das sah man dann auch alles. Also von da kann man auch nicht meckern. Da gibt es Spiele, wo es nicht so toll funktioniert. Also das ist auch noch immer so eine Umsetzungsfrage. Also von mir gibt es eine klare Empfehlung, wer auf solche Spiele steht natürlich. Also wer jetzt nur auf Abschlachten, Abknallen steht, der wird hier keinen Spaß haben. Aber Leute, die gerne ein bisschen rätseln, vollkommen mal vom Tagesgeschäft abtauchen wollen, die sollten sich das hier echt mal holen und ja, viel Spaß damit haben. Denn das kann man mit Sicherheit damit haben. Und Abschalten vom Alltag ist eigentlich das Wichtigste. Egal, ob man jetzt Flat Games spielt oder VR-Spiele, also man möchte ja eigentlich abschalten. Und ich denke, das funktioniert in dem Spiel hier echt super. Also ich konnte echt eben schön relaxen. Die Klänge sind super, Musik ist stimmig, von daher, ja, Top-Titel. Danke an Funktronic Labs für den Key hier, dass sie mir das zur Verfügung gestellt haben. Und ja, ich hoffe, ihr gebt mir jetzt hier für das Video einen Like. Und falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt, würde ich sagen, jetzt auf den Abo-Button drücken. Die Glocke nicht vergessen, dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos gibt. Und ja, ich sage schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.